Vom Eindruck zum Ausdruck, ein theaterpädagogisch inspiriertes Konzept zur Entdeckung und Gestaltung von Organisationen. Das Konzept, um das es hier im Folgenden kurz gehen soll, ist Bestandteil der Ausbildung im Master, im MBA, Master of Business Administration, des Fachbereichs Wirtschaft und Verwaltung. Und es konzentriert sich auf eine Themenstellung, die uns an vielen Stellen im alltäglichen Leben begegnet, nämlich die Frage des Umgangs mit Organisationen. Organisationen begegnen uns heute an allen möglichen und unmöglichen Orten in unserer Gegenwart. Wir können uns ihnen kaum entziehen. Und Sie können gerne das Gedankenexperiment einmal durchspielen, ob Sie irgendeinen Ort, irgendeinen Moment in Ihrer Gegenwart, in Ihren Bezügen finden, der frei von Organisationen ist und an den Sie gelangen können, ohne Organisationen um Hilfe zu bitten. Wir können uns von ihnen nicht frei machen und wir können ihnen in einer gewissen Weise nicht entrinnen. Das ist eines der großen Dinge, die heute in unserer modernen Gesellschaft eine Rolle spielen. Wir sind nicht nur eine Risikogesellschaft, nicht nur eine Wissens- und Informationsgesellschaft, wir sind vor allem eine Organisationsgesellschaft. Das zweite Problem, was dazu kommt, ist, dass man kann sie einfach nicht sehen. Wir können vieles sehen. Wir sehen die Mauern, in denen sie drin sind. Wir sehen die Fabriktore. Wir sehen die Agenten. Wir sehen die Schilder an den Türen, mit denen sie sich ausweisen. Aber das sind eigentlich nicht die Organisationen, sondern das sind nur die Dinge, in denen sie sich verbergen, in denen sie sich verstecken und die Dinge, mit denen sie letztendlich arbeiten. Aber die Organisation selber hat, glaube ich, noch keiner von uns gesehen. Das sind schon zwei Sachen, die es eigentlich schwierig machen, mit Organisationen umzugehen. Sie sind zwar überall, man kann sie nicht wirklich sehen. Und was noch fast schlimmer ist, sie folgen selten dem, was man von ihnen erwartet. Die ganze Organisationstheorie und die Managementforschung der letzten 100, 150 Jahre hat gezeigt, dass Organisationen viel schwieriger zu steuern sind und viel schwieriger zu dirigieren sind, als man es erwartet hat. Das Management ist heute viel komplexer angelegt und muss mit viel mehr Überraschungen und von einer eigenen Reaktion der Organisation rechnen, als das man auch vor 100 Jahren angenommen hat. Das kann man exemplarisch sehen an der Anzahl von gescheiterten Reorganisationsprojekten und Reorganisationsproblemen, wo die Dunkelziffer ungefähr bei 70% des Scheiterns ausgeht. Der Moment, in dem Führung also erfolgreich ist, in dem Management erfolgreich ist, ist eigentlich eher die Minderheit. Das heißt in einer gewissen Weise, das, was uns in Organisationen heutzutage begegnet, ist intransparent, es ist einflussreich und es ist in höchstem Maße widerspenstig. Ähnliche Effekte haben wir ansonsten eigentlich nur bei Göttern, bei Geheimdiensten und gelegentlich bei Ehepartnern. Und dann haben wir immer meistens ein recht mulmiges Gefühl dabei und trotzdem sind wir dem alternativlos ausgesetzt. Und als letzter Punkt kommt hinzu, dass wir eigentlich Zeit unseres Lebens uns in Organisationen aufhalten, wir eigentlich uns längst in ihnen schon auskennen und eigentlich mit ihren Tricks bekannt sind. Das heißt, wir alle haben schon einen gewissen Umgang mit Organisationen längst gelernt und wir wissen eigentlich subkutan schon längst, wie man mit Dingen, die man nicht sehen kann, die trotzdem still wirken und die einflussreich sind, umgehen kann. Die Frage ist, bereiten wir darauf richtig vor? Und dort kann man an sehr, sehr vielen Business Schools insbesondere sehen, dass man darauf überhaupt nicht Bezug nimmt, sondern mit einem Organisationsbegriff arbeitet, der immer noch davon ausgeht, man könne sie einfach steuern. Es wäre einfach ein Mittel zum Erreichen eines Ziels und was überhaupt keinen Bezug nimmt auf die Alltagserfahrung, die wir alle mit Organisationen längst haben. Das ist im Kern das Problem und das ist die Frage, die wir uns gestellt haben in der Ausgestaltung des Organisationsteils im Master for Business Administration. Die Lösung, die wir dafür entwickelt haben, ist eine, die mit einem Element arbeitet, was relativ selten in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung zum Zuge kommt. Wir setzen das Theater ein. Und die Kernidee, der wir gestartet sind, ist die Organisation im Unterricht de facto lebendig zu machen. Das heißt, wir haben aus vorangegangenen Forschungsprojekten, die wir in vielen, vielen unterschiedlichen Organisationen und Unternehmen durchgeführt haben, einen prototypischen Veränderungsprozess in einer Organisation geschrieben, der de facto fiktiv ist und der dramaturgisch aufbereitet worden ist. Und wir haben diesen Text Schauspielstudierenden der Hochschule der Künste in Bern gegeben. Die haben diese Texte dramaturgisch bearbeitet und überarbeitet. Und wir haben Ausrisse aus diesem Veränderungsprozess, der in einem Buch in 9 Episoden dargelegt worden ist, haben 3 Episoden
herausgenommen, herausgerissen und wir haben diese drei Szenen eines typischen, durchschnittlichen Veränderungsprozesses in einer Organisation gewissermaßen im Unterricht selber eine Bühne gegeben und den Studenten zum Beobachten, zum Reflektieren und zum Reagieren vorgelegt. Das heißt, wir haben eine fiktive Organisation, wir haben nicht über Organisation geredet, wir haben sie auch nicht als fiktives Modell, als theoretisches Konstrukt aufgebaut, sondern wir haben eine Organisation in entscheidenden Facetten ihres Seins und ihrer Aktion im Unterricht greifbar gemacht, mit diesen Studierenden. Dabei ist Folgendes aus unserer Sicht extrem Wichtiges passiert. Das ist der zweite Teil dieser Lösung. Wir sehen hier gewissermaßen den Prototypen eines Betriebswirtschafts- oder Betriebswissenschaftsstudenten, der genau diese betriebliche Szene im Unterricht sieht. Und das, was wir beobachtet haben im Einsatz dieses Konzeptes, ist, dass durch die unmittelbare Nähe und die Nähe zur Alltagspraxis sofort die Erinnerung und die Erfahrung der Studierenden aus ihrer eigenen Organisation, teilweise aus ihrer eigenen Führungspraxis, wachgerufen wird. Das Theater im Unterricht hat also insofern eine Triggerfunktion, die Erinnerungswerte und Erfahrungswerte, die wir alle miteinander rumtragen und die längst in unseren Köpfen gespeichert ist, wachruft und in einer Form bearbeitbar machen, wie wir das ansonsten nur relativ selten gesehen haben. Das, was im Unterricht dann de facto passiert, ist, dass wir mit den Studierenden über diese Szenen sprechen, teilweise mit den Studierenden, mit den Schauspielstudierenden selber. Und wir liefern im Verlauf dieser Reflexion, im Verlauf dieser Bearbeitung eine Reihe von theoretischen Beschreibungsmustern und Beschreibungskonzepten, mit denen man die Organisation im Handeln dieser Studierenden, im Handeln dieser Szenen jeweils entdecken und wachrufen kann. Und diese theoretischen Beschreibungsfolien helfen gewissermaßen, vor allem das, was an alltäglicher organisatorischer Praxis dort präsentiert wird, zu unterscheiden in eine Vorderbühne und in eine Hinterbühne. Wir versuchen also die Unterscheidung des Theaters in diese Szenen einzubauen. Und man entdeckt relativ rasch, dass es eine oberflächliche Form von Organisationen gibt, auf der man Leute handeln sieht, streiten sieht, individuelle Konflikte aushandeln sieht. Und man entdeckt, dass es dahinter eine ganze Hinterbühne gibt, die vollgestopft ist mit extremer Komplexität, die beobachtbar und sortierbar wird mit theoretischen Mustern und die das Verhalten dieser einzelnen Leute, die man auf der Oberfläche nur sieht, komplett neu interpretieren hilft und somit eine Vorstellung von Organisationen, die im Hintergrund des einzelnen Handeln von Mitgliedern in Organisationen dirigieren und lenken, überhaupt erst entstehen lässt. Und mit diesem theoretisch angereicherten Wissen und dem ausdifferenzierten Beobachtungshorizont dieser alltäglichen organisatorischen Praxis fällt es dann leichter, sowohl in der jeweiligen Szene wie auch in der eigenen Reflexion des eigenen Erfahrungshintergrunds plötzlich die Organisation neu entstehen zu lassen und überhaupt den substanziellen Organisationsbegriff zu entwickeln, der über das Alltagsverständnis und die alltägliche Vereinfachung von Organisationen weit hinausgeht. Und mit dieser Differenzierung gewinnt man plötzlich nicht nur einen Beobachtungsspielraum, sondern man gewinnt plötzlich zusätzlich einen Handlungsspielraum, der entsteht, indem man plötzlich nicht nur auf der Vorderbühne anfängt zu agieren und auf Leute zu orientieren und auf Leute zu zielen, sondern man entdeckt den kompletten Hinterbühnenbereich der Organisation mit all den Konzepten von Mikropolitik, von organisationalem Lernen, von organisationaler Heuchelei und so weiter. All das entdeckt man und gewinnt es für sich als eigenen Gestaltungsspielraum. Das heißt, das, was das Theater an der Stelle vor allem leistet, ist, dass es gewissermaßen die Beobachtungs- und die Handlungsfähigkeit schärft von all den Beobachtern und gemeinsam mit der Arbeit an theoretischen Modellen und dem Einspielen von instrumentellen Hilfen gewinnen die Studenten damit äußerst ausdifferenziertes Beobachtungsrepertoire von Organisationen und ein Instrumentarium, mit dem sich diese neue Gestaltungsmöglichkeit auch gestalten lässt. Insofern leistet das Theater an der Stelle im Unterricht ganz wesentliche Bausteine und ganz wesentliche Punkte, die uns in ganz vielen anderen didaktischen Settings regelmäßig fehlen. Das unmittelbare Spiel, das wir alle aus dem Theater kennen, ist was, was uns sofort packt, was unsere Wahrnehmung sofort konzentriert und in einer Form fokussiert und aufrechterhält, wie das ansonsten ganz selten der Fall ist.
Zum Zweiten hat die unmittelbare spielerische und soziale Präsenz von diesen gespielten Szenen dazu geführt, dass nicht nur die Wachsamkeit in den Köpfen von diesen Leuten da waren, von den Studierenden, sondern die Kommunikation erwachte. Und man gewissermaßen angetriggert war und es schon ein spürbares Verlangen gegeben hat, relativ rasch, nicht nur zu kommentieren, was dort passiert ist, sondern das eigene Erfahren, die eigene Organisationserfahrung selber zu explizieren, selber zu formulieren und mit zum eigenen Gegenstand der kollektiven Reflexion zu machen. Zudem liefert das Theater vor allem eine verbreiterte Ansprache von Sinnesempfindung. Es geht nicht mehr nur um optisches Beobachten und akustisches Zuhören und gewissermaßen um kognitives Erleben, sondern man kann über das Theater einen kompletten emotionalen Subtext mitspielen und mitzeigen, da auch die Realität in Organisationen viel besser greifen kann, viel besser erlebbar macht und gewissermaßen die Kombination von Kognition und Emotion im Unterricht selber in einer Form zur Verfügung stellt, über die man ansonsten nur schwierig reden kann. Der letzte Punkt, der vor allem von den Teilnehmenden als extrem entlastend erfahren worden ist, ist jener, dass sie selber externe Beobachter waren und nicht, wie das beispielsweise in Simulationen der Fall ist, dass sie selber mit Betroffene sind. Sie konnten also das, was sie gesehen haben, zwar als Wiedererkennungseffekt äußern, dass man es selber erlebt hat in der eigenen Praxis, aber man konnte immer aus einer distanzierten Position darüber sprechen. Man konnte also auf Fehler und auf Probleme aufmerksam machen, die unter Umständen die eigenen waren, aber man musste sich dazu nicht zwingend bekennen, sondern konnte das abstrakt im Raum stehen lassen und konnte es aber trotzdem zum Gegenstand einer kollektiven Reflexion machen. Insofern hilft das Theater in einer gewissen Weise, ein kleines bisschen wegzukommen von einer wissensvermittlungsorientierten Didaktik hin zu der Möglichkeit, das, was in den einzelnen Leuten drin ist, Ausdruck zu verleihen. Es zu, die Teilnehmenden, die Studierenden dazu zu verführen in einer gewissen Weise, den eigenen Erfahrungen Ausdruck zu verleihen, das zu teilen. Und das Theater war für uns an dem Punkt eigentlich der Triggerimpuls, dem es überhaupt gelang, diese eigenen Erfahrungen intern wachzurufen und die Studierenden in eine Situation zu führen, in der sie gefahrlos und mühelos und hochinspirativ dazu gebracht worden sind, der eigenen Erfahrung Ausdruck zu verleihen und diesem Ausdruck gleichzeitig eine Form der Reflexion beizufügen. Im Ergebnis ist klar geworden, dass man so nebulös und so intransparent und so subkutan Organisationen auch operieren mögen, dass sie durchaus durchschaubar sind, dass sie gestaltbar werden und dass man diesen Zugang zu diesem merkwürdigen und komplexen Problem eigentlich über drei Punkte mit unterstützen kann, indem man zum einen eine aktivierende und aktivierte Selbstbeobachtung initiiert, die gespiegelt wird mit einer Fremdbeobachtung, angeliefert und angeschwemmt durch das Theater. Zweitens, dass man die jeweilige betriebliche und organisatorische Praxis versucht freizulegen und gewissermaßen mit Hilfe von theoretischen Beschreibungskonzepten wie in einer Zwiebel Schicht für Schicht an Komplexität freizulegen und beobachtbar und bearbeitbar zu machen und damit überhaupt einen Zugang zum Gegenstand und einen Zugang zur Gestaltung dieses Gegenstandes zu entwickeln. Und damit sind wir zumindest der Meinung, haben wir eine Form gefunden, über Organisationen zu sprechen und die Gestaltung von Organisationen zu thematisieren, die dem eigentlichen Charakter der Organisation deutlich näher kommt. Und das ist im Kern auch das Ziel von dieser kompletten Anlage, nämlich, dass man Organisationen durchaus gestalten kann, wenn man ein ausdifferenziertes Beobachtungsspektrum besitzt und erworben hat und wenn man es schafft, in einer gewissen Weise das, was längst in einem ruht, eine Stimme zu vergeben, eine Stimme zu geben, einen Ausdruck zu vergeben und einen Raum schafft, in dem dieser Ausdruck und diese Erfahrung auch geäußert werden kann. Sodass also unsere Studenten, das können wir auch aus den entsprechenden Evaluationen mit beobachten, mit einem sehr erfahrungsbasierten und erfahrungsgeleiteten, aber gleichzeitig auch mit einem komplexitätsbewussten Verständnis von Organisationen aus diesen Lehrveranstaltungen herausgegangen sind und nicht nur in den Folgeveranstaltungen, sondern auch in ihrer unmittelbaren betrieblichen Praxis einen neuen Blick und einen neuen Zugang zu ihrer eigenen und zu allen fremden Organisationen gewonnen haben.